Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten FIFA 17 Video. FIFA 17 ist ja mittlerweile seit gestern draußen, am 29.09.2016 war ja der Release Day und so weiter und so fort. Wir haben ja schon ein bisschen der Demo gespielt, einmal ein Part, wo wir ganz normal Spiel gespielt haben und natürlich The Journey. Und wie ihr schon im Titel liest, fangen wir natürlich an mit diesem Modus, The Journey, dem Story-Modus mit Alex Hunter. Und ja, ein neues Let's Play auf jeden Fall. Heute werden ein bisschen mehr Folgen kommen als normalerweise. Es ist geplant, jeden Tag eine Folge zu bringen. Heute mal ein bisschen mehr, weil ich gestern eigentlich mit dem Release starten wollte. Jedoch aus zeitlichen Gründen habe ich es leider nicht geschafft. Deshalb tut mir ehrlich gesagt leid, dass ich nicht gestern einen Part bringen konnte. Dafür kommt heute was. Und ja, The Journey mit Alex Hunter. Wir werden auch einen Karrieremodus spielen, das aber allerdings später. Ihr seht schon, dass ich auch ein bisschen Skillspiele gespielt habe. Kann ich mal ganz kurz mal zeigen hier nebenbei, dass ich ein bisschen schon angezockt habe. Ich habe schon in der Abstimmung geguckt, dass das Let's Play auf jeden Fall gefragt ist. Und ja, ihr seht schon, ein bisschen habe ich ein bisschen angezockt. Versuche natürlich alles hochzuspielen und so weiter und so fort, damit ich das im Let's Play besser machen kann. Nicht, dass wir im Let's Play hängen bleiben. Und ja, da würde ich mal sagen, fangen wir The Journey an. Und ja, los geht's. Klicken wir einfach mal drauf. Ja, viel Spaß. Ah, okay. Wir können uns unseren Verein aussuchen. Also, Crystal Palace, Arsenal, Bournemouth, Burnley, Chelsea, Everton, Liverpool, Middlesbrough, Southampton, Sunderland, Watford, Hull City, Leicester City, die aktuellen deutschen, ach Quatsch, deutsche weiß ich, englischer Premier League Sieger, also die amtierenden, wie man es hier sieht. Die größte Sensation der Fußballgeschichte. Sehr interessant, was auch nebenbei Informationen stehen. Man City mit Pep Guardiola. Man United mit José Mourinho. Stoke City. Swansea City. Tottenham. West Bromwich und West Ham United. Ihr seht schon, das sind alle 20 Clubs von der Premier League, die wir spielen können. Das heißt, wir können nur in der Premier League spielen und bei vielen verschiedenen Clubs. Ihr seht schon, bei Alexander kommt bei Manchester United. Deshalb werde ich auch bei Manchester United erstmal bleiben. Also wir können es ja... Ich probiere es bei Manchester United aus. Also ihr seht schon, die haben auch die meisten Titel. Liverpool hat 18 Titel. Oder soll ich mit Liverpool spielen? Ah, Liverpool wäre auch nicht schlecht. Liverpool oder Manchester United? Das weiß ich gar nicht. Weil Liverpool mag ich ja eigentlich auch sehr, sehr gerne. Was ist der Rivale? Ja, Premier League lieber Liverpool? Okay, ich dachte Man City. Natürlich sehr, sehr schön hier. Also man sieht hier eine Übersicht von den Clubs, jeweils Informationen, wer der Trainer ist, wo es ist. Weil ihr seht schon, es gibt natürlich ein paar Städte, die natürlich in London sind, wie zum Beispiel Arsenal, London, Tottenham. Und, wer hat's noch? Und, genau, West Ham, Everton eigentlich auch, oder? Wo ist denn Everton? Ah, Everton. Ja, nee, Everton ist Liverpool, stimmt. Ups, Entschuldigung, hab mich verwechselt. Aber Liverpool, obwohl, dann haben wir dieses Warcon die ganze... ich mache Liverpool, komm. Wir machen Liverpool. Starten wir einfach mal mit Liverpool. Ich habe eigentlich überlegt Manchester United, aber wir machen mal Liverpool. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Serious, Harold. Ref! Where's the foul? Unlucky, mate. Looks like Ben's now. Thanks, guys. See, George, I tell you the boy had talent, didn't I? No son of mine goes down like that. It's embarrassing. If you're gonna talk like that about our boy, you should leave. Leave? I want him to be a proper player. Just get out of here. Fine. I'm leaving. Go on, then. All right, penalties it is then.
Ah, wir dürfen ihn selber schießen, okay. Oh Mann, ey. Wir passen die Position noch mal ein bisschen besser an. Okay. Ein Elfmeter, den wir jetzt reinmachen können oder nicht. Auf jeden Fall sahen wir Alex Hunter, die Eltern von Alex Hunter und Alex Hunter im sehr, sehr jungen Alter. Sehr, sehr interessant. Ich würde mal sagen, wir fangen den Anlauf an. First of many. You should hang it here. Be like a trophy cabinet. He didn't even care that we'd won. Look, I'd better go, mate. Mum wanna hear about the match. See you at school Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Yeah. Thanks, Mr. Hunter. Hey, Alex. Champions! Penny for him. Come on. What are you thinking? Football. This is what I want to do. Like you. And Dad. You know, there's a difference between playing at something and working at it. You're serious about going pro, you're going to have to make football your life, you know. George Baker was at the game today. He was impressed. The scout? Yeah. Yeah. I want you to have this. I scored my 100th goal with that. February 1969, Coventry City away. Left foot volley. Sweet as a nut. Here. Might bring you luck too. You sure, Granddad? Oh, yeah. I'll practice with it every day. Well, you better get on with it then, ain't you? Sieben Jahre später. Ein ausgewachsener Alex Hunter. EA Sports presents The Journey. Okay, ein kleiner Einspieler zu The Journey. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Wie geht es weiter? Ah, okay, wir sind im Menü. So, jetzt habt ihr ein bisschen was an Videoclips gesehen, auf jeden Fall.
Ja, soll man natürlich mal ein bisschen was erklären. Natürlich, The Journey, wie gesagt, ein Story-Modus. Man hat gesehen, wie ein junger Alexander, ja, quasi ein Spiel hatte in London, um halt einen Cup zu treffen. Wir hatten eine Elfmeter-Chance. Ihr habt gemerkt, ich habe den Elfmeter klar verschossen. Ich weiß nicht, hätte es was geändert, wenn ich den Elfmeter getroffen hätte? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es gespielt habt. Und ja, dann ging es eigentlich weiter, wo dann mehr aufgegriffen wurde, dass halt der Vater nicht an ihn glaubt, aber seine Mutter zum Beispiel glaubt an ihn. Sein Opa glaubt ihn, war ja Jim Hunter, glaube ich, war sein Opa, wie man ihn hier sieht in dem Bild. Und dann später halt, genau, letztendlich noch, ja, Freund Gareth Walker, den haben wir ja bei Demo-Version auch schon gesehen, also sein Freund, der auch jetzt quasi auch sein Tor gemacht hat und so weiter und so fort. Und ja, hier sehen wir auch gerade Catherine Hunter. Viel Erfolg beim Sicherheitslehrgang, Mr. Alexander. Meinen Support hast du. Da sieht man einfach, dass gerade so die Mutter, okay, zeigt so, okay, Junge, du lebst deinen Traum, erfüll deinen Traum und zeig, was du kannst und ich unterstütze dich einfach. Sowas, was halt viele junge Spieler auch haben, wenn die zum Beispiel in diese Profikarriere, dass gerade auch die Eltern immer Unterstützung geben, manchmal auch der Vater nicht, das gibt es natürlich Situationen und ja, Gareth Walker, was, soweit ich weiß, der beste Freund ist, bereit für den Sicherheitslehrgang, Mr. Alexander, und Alexander und ich wollen endlich loslegen. Genau. Sicherheitslehrgang, den machen wir natürlich noch heute. Einstellungen müsste eigentlich so passen. Ja, genau. Ja, machen wir erstmal 4 Minuten. Profi müssen wir uns erstmal einspielen. Weil wir sind ja nicht alle gut. Also, da muss man sich immer einspielen und. Genau, letztendlich so viel zu The Journey. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ihr könnt natürlich schreiben, welchen Club ihr genommen hättet. Also ich habe jetzt einfach mal Liverpool geholt. Also ich wollte Liverpool oder Manchester United nehmen. Habe ich für Liverpool entschieden, dachte mir so, Kloppo als Trainer zu haben, ist, denke ich, auch mal cool. Da haben wir auch einen deutschen Trainer. Ist auch sehr interessant. Und ja, da würde ich mal sagen, fangen wir auch direkt an mit dem Sicherheitslehrgang. Was passiert da? National Football Academy. How many times, man? Shut up. 4 years in the academy and it all comes down to an exit trial. Never thought we'd be showing up for one of these. Persönlichkeit. Alex' Persönlichkeit verändert sich anhand deiner Entscheidung in Unterhaltungen. In jeder Unterhaltung kannst du dich für hitzköpfige oder ausgeglichene oder eine coole Antwort entscheiden. Alex' Persönlichkeit beeinflusst sein Verhältnis zu anderen Charakteren und sein Temperament auf dem Platz. Machen wir mal cool. What academy, mate? Play like we can. We'll walk straight into a contract. Listen, lads. Don't see this as an exit trial, okay? See it as an opportunity to impress. You just go out there and express yourselves. George Baker's a tough nut, but he knows a good player when he sees one. And you lads are just that. Did you get so grown up? Wish Dad could be here, Mum. Hey. Today's about you, Alex. Nice motor, mate. I'll take skills over flashy motor any day, mate. Oh, yeah? Who's the one with the pro contract on the table, mate? Ignore him, lads. You let your talent do the talking. Has he got pro contract? Rough. Interessantes Gespräch. You lads are here today to prove that you've got the skills to make it in a professional game. Now for the last few years, you've all been honing your skills at your respective academies. But for whatever reason, you've been released. Now the league organizes these trials.
because it believes some very talented players may well slip between the cracks. So this is your chance to prove to me and to all of the scouts from around the country here in attendance that you've got what it takes to be a professional footballer. Make no mistake, most lads don't. For most of you, today's trial will be the end of the road. But for some, it could be the start of the professional career you've all been working towards. Everything you do, every kick of the ball will be scrutinized and will count towards making your future in football. And these lads behind me already have their pro contracts. They know where they stand. They are the bar. And today, you're gonna take them on. So let's see what you got. Hi, my name is Arbonne and you again. Nothing like a bit of competition. Okay, dann geht's los mit dem Sicherheitslehrgang. Hunter. Listen, I know you fancy yourself as a bit of a multi-dimensional player that can play anywhere. But today you get to choose which position's best for you. So put your best foot forward. Impress these scouts, all right, lad? So what's it gonna be? Ja, es gibt die Möglichkeit, wir können es als eine Position aussuchen, da wir so ein Multitalent sind, entweder im Sturm zu spielen, im zentralen offensiven Mittelfeld, ich erkläre es ganz kurz, der Stürmer, der Stürmer ist die vorderste Position auf dem Spielfeld, er spielt entweder alleine oder mit Sturmpartnern, steht bei den Angriffen im Mittelpunkt und soll Tore schießen. Offensives Mittelfeld, der Mittelfeldspieler, der dem Stürmer bzw. Stürmer im Zentrum zur Unterstützung am nächsten steht, oft agiert er im Zusammenspiel mit dem Flügelstürmer, er ist bei Angriffen der wichtigste Spielmacher und stößt in den Strafraum vor, kann aber auch mal zurückfallen, wenn es nötig ist. Rechter Flügelspieler oder rechtes Mittelfeld. Der Flügelstürmer ist eine wichtige Position auf der Außenseite. Er kann seine Gegner mit Tempo und Geschick überwinden, um nach innen zu flanken oder für einen Torschuss nach innen zu ziehen. Falls nötig, kann er sich auch zurückfallen lassen und die Abwehr unterstützen. Das ist genauso wie beim linken Flügelstürmer. Das ist genau das Gleiche. Wir können es von der Sturmposition aussuchen. Ich bin gern Stürmer, deshalb holen wir uns den Sturm. Jim Hunter war auch Stürmer. Dann nutzen wir es auch. Mal sehen, was passiert. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon. Slate gerade? Right, first up, a quick half of 11 aside. Let's sort out the men from the boys. After that, we'll work on some drills and then another half of 11v11 for the top players. All right, lads, go do yourselves proud. Okay, dann legen wir direkt mal los. Also man merkt schon, man hat echt viele Videoclips eingebaut und nicht so viel jetzt, wo man selber viel Spiel machen kann, aber ist auch nicht schlecht. Und ja, passt ja auch sehr, sehr realistisch. Natürlich können wir zum Beispiel die Gespräche teilweise beeinflussen, das hat man ja auch gesehen. Und ja, Trainingsplatz Team 1 versus Team 2. Okay, dann machen wir mal ein kleines Spiel. Ein 11 gegen 11, wie es er sagt. Hier ist der Schiedsrichter, hier sind wir, Alex Hunter. Und ja, legen wir direkt mal los. Ach so, wir sind alle. Okay, spielen nicht nur. So, schöner Ball. Elfmeter? Jawohl, haben uns direkt mal einen Elfmeter rausgeholt. Sehr schön. Haben wir uns direkt mal den ersten Elfmeter rausgeholt. Dann lass den Ball laufen. Ja gut. Wie soll ich den Ball laufen lassen? Na gut. Jetzt habe ich mir... Naja. Mal sehen, ob ich ihn besser mache. Jawohl. Super. Das hat auch schon mal sehr, sehr gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie lange geht das? Also... Geht das jetzt 90 Minuten oder? Ja, anscheinend schon.
Ich habe jetzt nicht auf die Zeit geachtet, aber ja, wie gesagt, wir versuchen einfach zu beeindrucken, versuchen unsere Position so gut wie möglich zu spielen. Das ist das Wichtigste. Und ja, versuchen natürlich auch zu beeindrucken. Und nein, ach, schade. Guter Zweikampf, Hunter. Nee. Warte mal. Ganz kurz zeige ich mal. Und zwar hier gibt es auch noch Trainerfeedback. Falls ihr die Demo-Version nicht gesehen habt, da seht ihr immer das Feedback, wie gut wir waren, wie schlecht wir waren. Das wird auch noch eine Rolle. Also, das spielt auch immer eine Rolle. Und das ist eigentlich auch ganz cool, dass man auch mal Feedback gibt, weil, naja, das ist ja so wie bei den Videos aus. Du kannst zwar gut spielen, aber es gibt immer Sachen. Oder gute Videos produzieren, aber es gibt halt Sachen, die kannst du noch nicht ausbessern. Oder die musst du noch ausbessern. Und da ist immer Feedback sehr, sehr wichtig. Und da passt auch sehr, sehr gut. Und ja, wenn man mir teilweise solche Bälle spielt, oder wenn ich die Bälle spiele, das war ja jetzt mehr von mir. Wow. Starke Parade. Alexander anscheinend. Ah, Walker ist Zehner, glaube ich, soweit ich das sehe. Also offensives Mittelfeld. Und also den Keeper muss man auf jeden Fall mal holen. Also das ist ja auch ein junges Talent. Oder etabliertes. Ah, scheiße. Ich versuche immer in Dribbling zu gehen, aber das funktioniert nie. Und dann wird man natürlich abgewertet. Das ist bisschen krass. Ich hoffe mal, die Bewertungen sind auch besser. Also nicht, dass das heißt, wenn ich jetzt 10 Minuten lang jetzt nichts mache, weil ich halt nichts zu tun habe, weil es alles in die Defensive geht, dass ich dann keinen Punktabzug kriege. Das wäre ein bisschen blöd. Oh, schon wieder ein Fehlpass. Ja, schlechtes Timing, das stimmt. Schlecht getimter Zweikampf. Ja, okay, jetzt wird unsere Bewertung immer schlimmer. So, wir haben jetzt schon 28 Minuten gespielt. Also diese Folge wird ein bisschen länger. Ich habe gedacht, also ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so lange geht. Haben wir schon Feedback bekommen? Ja, meine Zweikämpfe sind nicht effektiv. Das ist richtig. Ja gut, die Verteidiger und die zentralen Mittelfeldspieler sind am wichtigsten im Zweikampf. Also wenn die so zweikampfschwach sind wie ich, dann ist das fataler als jetzt bei mir. Wenn ich die Tore noch dabei schieße, dann ist es nicht schlimm. Also... Ah, gut gestört. Ja, das muss auch rein. Weil letztendlich habe ich ihn ja gestört. Muss man einfach so sagen. Also, ich habe ihn ja gestört, dass er nicht so einen guten Ball spielen kann. Das muss man auch... Ja, okay. Also, an der Bewertung kann man teilweise noch ein bisschen arbeiten. Aber man muss auch so viel sagen, wir haben jetzt erstmal ein Spiel gemacht. Bis theoretisch zwei Spiele. Ja, gut. Das Tor war überfällig. Das muss man leider so sagen. Das ist auch immer verdient. Weil die haben ja echt gut gespielt. Also, das muss man schon so viel sagen. Ah, guter Pass. Na gut. Er ist zwar schief gegangen am Ende, aber trotzdem war das noch ein guter Ball. Ja, komm. Starker Zweikampf. Sehr, sehr guter Zweikampf. Ja. Ah, wieder ein schöner Ball in den Lauf. Und. Okay, 2-1, das passt schon. Das ist okay. Ich werde nur dieses eine Spiel machen und danach werde ich auch die Folge hier in dem Sinne beenden. Also es wird aber, denke ich, wenn alles klappt, am gleichen Tag noch eine Folge kommen. So ist zumindest der Plan. Oder warst du schon? Ich dachte eher 90 Minuten, aber vielleicht kann es schon vorbei sein. Wir sind Platz 4 des Rankings. Also es ist so gedacht, dass die besten 11 oder die besten 10 hier durchkommen. Und wir haben es auf alle Fälle auf jeden Fall geschafft. Oder wie sieht es jetzt aus?
Okay, Leute, dann werde ich mal sagen, beende ich diese Folge für heute. Das war die erste Folge von The Journey. Ich hoffe, euch hat es gefallen. In der zweiten Folge gehen wir natürlich weiter mit dem Sicherheitstraining und so weiter und so fort. Hier geht es dann um Abschluss, um Kurzdistanz. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt euer Feedback gerne in die Kommentare. Ich weiß, ich bin nicht der beste FIFA-Spieler. Ich weiß auch, ich bin noch nicht der beste, Fußball-Experte würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich habe schon Ahnung vom Fußball, so ist es nicht. Deshalb entschuldigt mich dafür, ich spiele den Modus auch zum ersten Mal. Also deshalb wundert euch nicht, wenn ich manchmal nicht weiß, wie es darum geht. Ich versuche es so gut wie möglich zu erklären. Also wollte ich mal ganz kurz sagen, aber schreibt wie gesagt eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr The Journey spielt, dann sagt mir mal gerne Bescheid, wie weit ihr seid, welches Team ihr genommen habt und wie es einfach bei euch abgelaufen ist. Schreibt es mal gerne rein, mich würde es mal interessieren. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, es kommt noch eine Folge von The Journey. Haut rein und ciao.